Wieder ein MRT. Heute geht es um eine Seitenbandläsion. Eine Frau ist umgeknickt, die hat sich bei mir vorgestellt. Das Ganze ist, das MRT ist vom 16.02. Bei der ganzen Sache hat sich relativ wenig getan. Und der Verdacht war natürlich, bei jede Seitenbandverletzung wird gleich behandelt. Man geht immer davon aus, jemand knickt um, reißt sich die typischen Bänder an der Außenseite, die drei Bänder, die auf der Außenseite sind, und dann ist es ein Bänderriss. Jetzt kann ich aus meiner Sache sagen, aus der Praxis oder auch aus meiner Tätigkeit als Trainer, es ist die häufigste Sportverletzung, die es gibt, das Umknicken, aber es gibt 100 Arten von Umknicken und jede muss anders differenziert behandelt werden. Möchte ich kurz: knickt ein 20-Jähriger um, dann geht das oft mit einer riesen Schwellung, mit einer Blutung einher und dann ist immer gleich der Verdacht, Bänderriss, alles drum dran, was auch oft der Fall ist, sehr oft der Fall ist in diesem Bereich. Aber es gibt halt auch viele Begleitverletzungen, wo halt nicht drauf geachtet wird. Werden die Leute älter, ist der Bindegewebsapparat, sprich die Sehnen, die Bänder und alles drum, viel fester. Die knicken nicht mehr so um, es kommt nicht mehr zu diesen Schwellungen. Trotzdem kann der Fuß von seiner normalen Position, wie er aufsetzt, abweichen. So, jetzt lese ich euch den MRT-Bericht vor. Befund: geringe Flüssigkeitsansammlung im Verlauf der Peroneussehne. Keine Sehnenruptur. Fibrose des Ligamentum fibulare talare anterius. Das ist das vordere Band, das außen an den Talus ranhält und hier den Vorschub des Talus verhindert. In diesem Bereich. Keine Ruptur. Die übrigen Außenbänder sind unauffällig. Nix. Jetzt kommt's. Knickfuß. Also, der Fuß steht nicht gerade, sondern in so einer Position. Leicht schräg nach vorne, Knickfuß. Hier, nicht gerade, sondern schräg nach vorne mit einer spitzen Stellung. Diese Stellung. Der Patient ist auf eine Wurzel getreten beim Laufen, kurz verkantet, auf weiter, und dann sind die Problematiken immer, immer schlimmer geworden. Auftreten, Schmerz an der Ferse, Schmerz am Fersensporn auch in diesem Bereich und an der Außenseite. So, jetzt geht's weiter. Knickfuß, unauffällige Ligamentum deltoideum, das ist das Band an der Innenseite, die Achillessehne ist inseriert regelgerecht, dass die Achillessehne hochgeht. Die Tibialis posteriorsehne zeigt ebenfalls eine diskrete Flüssigkeitsansammlung. Also, die Sehnen kommen außen runter, das sind die Bänder, und hier ist die Tibialis posteriorsehne. Diese Tibialis posteriorsehne hat durch den Knick außen, weil sie das Bein auf der Innenseite auch stabilisieren will, einen kleinen Zug bekommen. Das zeigt mir diese Flüssigkeitsansammlung. Ihr habt hier oben andere Videos von mir, wo ich über die Kraft, die Sehnen aufnehmen, gezeigt. In dem Moment, wo eine Sehne eine hohe Spannung ausgelöst wird, nimmt die diese Kraft auf und speichert diese Kraft. Da ist eine Studie dazu, die auch hier unten verlinkt wird, in der steht, dass Sehnen Kraft aufnehmen können. In welcher Richtung auch immer, speichert eine Sehne die Kraft. Eine Sehne hier, einmal kurz so, und ihr seht hier, die Sehne kann diese Kraft speichern. In einem anderen Video erkläre ich das auch nochmal ganz genau, wie die Sehnenspeicherungskraft ist. Zeigt ebenfalls eine diskrete Flüssigkeitsammlung. Retromalleolar, hinter dem Malleolus, also sprich an dem Außenknöchel hinten. Minimaler Bone Bruise im Os cuneiforme mediale. Am Mittelknochen vorne an der Innenseite kommt es zu einem gleichen Bone Bruise. Sprich, dann kommt hier, arbeitet Knochen auf Knochen. Dadurch zeigt sich im Knochen eine Helligkeit oder dunkel, je nachdem wie die Wichtung ist, kommt hier ein Druck auf den Knochen auf und dann sieht man das. Das macht auch diese Schmerzen oft beim Auftreten, die in dem ganzen Fuß ausstrahlen. Geringe Ergussbildung im Sprunggelenk. Also, keine Syndesmosenverletzung, keine frische Bandruptur, geringer Reiz der Peroneussehne. Die Frau hat massive Probleme mit dem Auftreten, kann kaum gehen. Also ein normales Gehen ist nicht zu denken. Die kommt mit Stützen, mit allem drum und dran. Es wird behandelt, der Fuß wird ganz klassisch, wie es in der Schulmedizin ist, ruhig gestellt. Der steht in der Knickfußstellung, kriegt eine Schiene für diese Knickfußstellung und steht da drin still. Und das, wo ich mir einfach sage zu bedenken, wenn jemand eine Schulter ausgekugelt hat und die nicht drin ist, stellt man das ja auch nicht ruhig mit einem Gips, was auch vorkommt in manchen Sachen, aber es ist halt nicht der gewünschte Zieleffekt und die Leute leiden höllisch. Gerade wenn man älter ist, kommt dieser Fuß nicht in Gang. Die Leute können, wenn ein normaler Mensch dann hier zum Beispiel, einfaches Beispiel, 7000 Schritte geht, geht er in dem Fall hier nur noch 2000 Schritte, weil jeder Schritt zu viel ist.
Ja, mach mehr Sport, beweg dich mehr, alles drum und dran. Das ist Nonsens, es funktioniert nicht. Meine Recommendation an euch oder meine Empfehlung für euch, sucht euch einen guten Manualtherapeuten, Osteopathen, jemand, der hier arbeitet in diesem Bereich, schaut, dass der Fuß wieder in die richtige Position kommt, dass daran erstmal gearbeitet wird, anstatt dass ihr mehr lauft und mehr macht, um in diesem Bereich nach vorne zu kommen. Es gibt auch Übungen, die wir drin haben, in diesem Bereich zu machen, aber wenn ein Stein im Schuh ist, kann man in dem Fall nicht trainieren. Da ist, rate ich euch von dem Training ab in den Sachen. Da muss man erst schauen, ob das hinkommt. Und ihr seht, wenn hier nichts gerissen ist oder stark gedehnt ist oder der Arzt jetzt nichts hat zu operieren, dann sind alles, was er macht, wenig zielführend. Es kommt dann eine Einlage, um das Ganze zu unterstützen oder den Fuß in dieser Position, wo er nicht schmerzt, zu fixieren. Aber eine Lösung des Problems, des richtigen Problems, gibt es da nicht. Die Leute leiden dann 5-6 Monate mit der Sache, bis sich der Körper an diesen Schmerz angepasst hat, was ja vorkommt und mit Schmerzmitteln dann behandelt wird in dem ganzen Bereich. Aber dann kommt entweder das Knie oder die Hüfte dran und das Problem verschiebt sich weiter nach hinten auf ein größeres Problem. Okay, wenn ihr Fragen dazu habt oder Dings als junge Kollegen, jederzeit schreibt unten rein, vielleicht kann ich ein Video drüber machen und euch versuchen zu erklären, wie man in so einem Fall weiterkommt. Das ist meine Sichtweise. Ich bin Sportphysiotherapeut auch. Ich habe über 30 Jahre Erfahrung aus dem Kampfsport und ich weiß halt ganz viel, wie Traumen sich später nach Jahren immer wieder manifestieren können, wo man am Anfang gar keinen Wert drauf gelegt hat. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, ich bin aber dann umgeknickt, vielleicht habe das nicht. Oftmals reicht, wenn die Sehne eine Spannung aufnimmt, je älter man ist, je stärker ist die Spannung auf den Gelenken und je oft kann ein leichter Twist oder ein leichter Schlag in ein Loch treten oder irgendwas, wo man gar nicht so richtig wahrnimmt, oftmals zu diesen Sachen. Ich bin nicht in allen 100%. Okay, lasst ein Abo da, ein Like vielleicht, wenn es euch gefallen hat oder eine Frage oder irgendwas. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt dazu, vielleicht kann ich euch da helfen und eine Antwort geben. Okay.